Michael, was? Du bist in einer Quizshow? Gallenblase? Nee, sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Von der Gallenblase hat Dirk zwar schon einmal gehört, aber für eine Quizshow reicht sein Wissen wirklich nicht. Das hat bestimmt mit dieser Galle zu tun, von der man immer wieder spricht. Mir kommt gleich die Galle hoch, da läuft mir die Galle über, bitter wie Galle, Gift und Galle spucken. Um die Gallenblase zu finden, müssen wir in dein Inneres schauen, Dirk. Wir sehen in Braun die Leber, in Lila den Magen, in Rot den Zwölffingerdarm. Und das kleine orangefarbene Organ, das ist deine Gallenblase. Sie speichert einen bitteren Verdauungssaft, der von der Leber produziert wird. Er wird Galle genannt. Wenn Dirk nun etwas Fettiges isst, gibt die Gallenblase Gallenflüssigkeit in den Zwölffingerdarm ab. Sie hilft, das Fett zu verdauen, indem sie es aufspaltet. Zu viel Burger sind aber gar nicht gut, Dirk. In fettigem Essen ist nämlich oft sehr viel Cholesterin enthalten. Cholesterin kann der Gallenblase schaden und es können Gallensteine entstehen. Unter Umständen kann das schmerzen. Muss die Gallenblase im schlimmsten Fall entfernt werden, hat das aber kaum Auswirkungen. Dein Lieblingsessen ist dann aber nicht mehr drin. Hätte ich das mal gewusst, das passiert mir nicht nochmal. Kopf hoch, Dirk. Die nächste Quizshow kommt bestimmt.